An diesem Video wollte ich euch weisen, wen da los wen kein Wutquiz entwirft. Und du hättest mir geduld, für mich zu basieren auf den Text, den wir dann die Kanner können zu lesen gehen. Le Vampire qui avait mal aux dents, das ist ein französisches Buch vom Siegel Feier ehnt. Da gehen wir hier auf Create. Und dann hier nach ein Create. Und dann gehen wir hier direkt den Titel an. Und das steht gemacht. Picardir. Und dann hier Français. Feier ehnt. Da brauchen wir nicht anzugehen. Hier kann ich noch vielleicht Spruch angehen. So, und dann also schon fertig. So, hier ist Lois echt froh, die wir da können angehen. Ich hatte dich schon präpariert. Das ist ein Vokabelsfroh. Chaque soir, Picardir, s'envolait. Voilà. Hier wollen wir den Leuten, den Schülern 20 Sekunden geben, kann ich aber auch erhöhen auf 30 Sekunden. Und hier kann ich noch mit Punkten belohnen. Da können wir ein Bild herunterladen, das ein bisschen mehr attraktiv ist. Und das Bild habe ich gespeichert auf meinem Computer. So, und da geben wir vier Alternativen an. So, nur für zu weisen, dass der zweite Teil richtig ist, kochere den du. So, nur ist im Prinzip als erste Frage schon fertig. Das ist es. Nur für die zweite Frage gehen wir hier Add Question. Also haben wir aber leider nicht mehr an der Gratis-Version zwei Möglichkeiten, nämlich den Quiz mit vier Antworten und dann den Quiz mit zwei Antworten oder drei Fragen. Die hier sind alle an der Premium-Version, die auch ganz interessant sind. Wir holen wir noch einmal dieselbe Frage. Und dann können wir hier die zweite Frage angehen. Und hier vielleicht auch mal Bilder uploaden. Voilà. Das ist auch fertig. So. Lo kinne natürlich noch ganz viel Frauen dazu machen. Wir schmengen durch den Begriff. Da gehen wir hier auf Done. Das ist fertig. Das wird aufgespeichert. Voilà. Und dann gesagt in hier, Micah Woods, und wir hier den Test aufgespeichert. Und alles, wenn er sich anloggt, dann ist der Test visibel.